zweite Folge vom Videofilm Der Anfang 1937. 1986 nun als Rentnerin. Mein Versprechen vom ersten Besuch 1980 konnte ich nun einhalten. Zwei Container mit Hilfsgütern war mein Anfangskapital für die Behinderten und Waisen. Die Amtssprache war Französisch, die im Landesinneren aber niemand konnte. So musste ich mit und von den Kindern täglich Kirundi und die Kinder Deutsch lernen. Mein Name war vom Beginn meiner Seniorenhilfsaktion Oma Alemann. Matteo hatte viel Verantwortung für die jungen Studenten in der Hauptstadt Bujumbura übernommen. Der zweite Flug von Frankfurt nach Bujumbura, wo ich von Mathieu erwartet wurde, aber dann ging es 2 Stunden 100 Kilometer nach Muinga zum Behinderten- und Waisenzentrum der holländischen Missionarschwestern. Bekannte Eindrücke von Land und Leute aus dem Jahr 1980, vor 6 Jahren, gingen an mir vorüber. Es hat sich vieles verändert, schauen Sie sich es bitte an. Thank you.
Der erste Arbeitseinsatz im Behinderten- und Waisenzentrum der holländischen Missionarschwestern. Die politische Lage im Land verschlechterte sich sehr. Missionare mussten das Land verlassen. Der Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi wurde immer grausamer unter der Bevölkerung. Es begann die Zeit der vielen elternlosen Kinder. Nach einem Jahr, wie geplant, konnte ich das Land aber nicht verlassen. Ich wurde gebraucht. Sehen Sie an einen kleinen Teil der Bilder, wie dies eine zugesagte Jahr sich weiterentwickelte. Der erste afrikanische Orden, gegründet von Mutter Regina, eine deutsche Missionarin aus dem Sauerland, wollte die 59 Novizen in der Hauswirtschaft und Betreuung in allen Bereichen ausbilden. Die Spender ihrer Heimat hatten das Noviziatsschulhaus finanziert. Eine zweijährige Ausbildung war geplant. Mit der Bitte an mich, das zu übernehmen, konnte ich nicht Nein sagen. Sie können es jetzt bildlich erleben, von den Jahren 1988 bis 1990.
Nach 2 Jahren Noviziatsschule kam die nächste Bitte. Der Orden wollte für das Land ein eigenes Behinderten- und Waisenzentrum mit Ausbildungsstätte bauen. Junge und ausgebildete Schwestern hatte der Orden. Der Senior-Experten-Service in Bonn zu der Zeit schaltete sich ein, ich wurde versichert. Musste mich aber auch für das Bauvorhaben bereit erklären, die Spendengelder vom Hauptcaritasverband Freiburg und der Europäischen Gemeinschaft für das Projekt zu überwachen mit einem zu früh verstorbenen Senior Kolpingbruder. In der nächsten Bilddarstellung einen Einblick, was auch in den 12 Jahren Bürgerkrieg geschaffen wurde. Thank you.
Für die Jugend nach dem Grundschulabschluss Schreiner, Schneidern, Korbflechterei, Land- und Hauswirtschaft und Abitur zum Studium wird gefördert von der Afrikanischen Ordensgemeinschaft der Bene Theresia in Gitega, Burundi. Dies aber je nach Begabung und Behinderung ist immer möglich mit Spenden auf das Spendenkonto bei der Volksbank Krefeld. Sie sehen die Nummern, wenn Sie sich abschreiben wollen, es bleibt lange genug drauf. Und wenn Sie eine Spendenbescheinigung brauchen, bitte genaue Postadresse angeben. Und als Verwendung bitte immer Zachäus Haus Gitega angeben. Danke. Mit diesem Großprojekt, für den ersten afrikanischen Schwesternorden gegründet von der deutschen Missionarin Mama Regina aus dem Sauerland, war das Land ab 1986 meine zweite Heimat geworden. Mit Krieg und Frieden. 2004, mit 75 Jahren, habe ich mich schweren Herzens vom Zachäushaus Schwestern und Kinder verabschiedet. Aber dann lernte ich die Naturheilpflanze Artemisia kennen mit einem Wirkungsstoff gegen die verheerende Malaria-Krankheit in Afrika. Ich prüfte, besuchte spezielle Kurse, probierte Saatgut in meinem heimatlichen Garten aus, erforschte alte und neue Schriften und flog mit den neuen Erkenntnissen zurück. Das erleben Sie jetzt in Teil 3.